Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich mit Ihnen über ein Thema sprechen, das viele von uns betrifft, und zwar Verdauungsprobleme. Eine Entzündung im Verdauungstrakt zum Beispiel kann zu verschiedenen Gesundheitsproblemen führen, aber keine Angst, es gibt vielleicht eine einfache Lösung, die Ihr Portemonnaie nicht sprengen wird. Begrüßen wir den Kohlsaft, das einfache und kostengünstige Lebensmittel, das bei normalem Konsum praktisch keine Nebenwirkung hat. Nicht überzeugt? Lassen Sie mich Ihnen sagen, warum Kohlsaft das Geheimnis eines gesunden Verdauungssystems sein kann. Zunächst einmal, der Einsatz von Antibiotika ist nicht immer sinnvoll und kann in manchen Fällen sogar schädlich sein. Zum Beispiel können Antibiotika bei viralen Infektionen keine Wirkung zeigen, aber gleichzeitig die nützlichen Bakterien im Darm und sogar im Gehirn zerstören. Dies kann zu einem Ungleichgewicht der Mikroflora führen und das Immunsystem schwächen. Außerdem können Antibiotika die Entstehung von multiresistenten Bakterien begünstigen, die schwer zu behandeln sind und weitere Entzündungen auslösen können. Und angesichts der potenziell schädlichen Auswirkungen von Antibiotika und der wachsenden Besorgnis über die Ausbreitung von multiresistenten Bakterien suchen immer mehr Menschen nach natürlichen und gesunden Alternativen zur Unterstützung des Immunsystems und zur Stärkung ihrer Verdauung, wie zum Beispiel Kohlsaft, dessen Wirkung auf den Magen-Darm-Trakt vielversprechend ist. Kohlsaft ist ein Lebensmittel mit vielen gesundheitlichen Vorteilen, insbesondere für den Magen-Darm-Trakt. Dieser Saft enthält eine Substanz, die viele als Vitamin U kennen, die eigentlich kein Vitamin ist, sondern eine organische Substanz mit dem wissenschaftlichen Namen S-Methylmethioninsulfoniumchlorid. Einfach als halber bleiben wir bei dem Vitamin U. Also Vitamin U kommt auch in anderen Lebensmitteln vor, wie zum Beispiel Brokkoli, Spinat und Karotten. Aber Kohl ist eine besonders reiche Quelle dafür. Diese organische Verbindung hat mehrere positive Wirkungen auf den Verdauungstrakt. Es wirkt entzündungshemmend, fördert die Heilung von Geschwüren oder Läsionen und schützt die Schleimschicht, die die Magen- und Darmwand auskleidet. Dadurch kann es helfen, Magen-Darm-Erkrankungen wie Magengeschwüre zu vermeiden oder zu behandeln. Allerdings ist Vitamin U noch nicht offiziell als Vitamin anerkannt und seine Wirkung muss noch weiter erforscht werden. Die genannten Wirkungen auf den Magen-Darm-Trakt konnten allerdings bereits beobachtet werden. Es gibt verschiedene Gemüsesorten, die als Kohl bezeichnet werden bzw. zu dieser Pflanzengattung gezählt werden. Dazu gehören Weißkohl, Rotkohl, Wirsing, Blumenkohl, Rosenkohl, Chinakohl, Grünkohl und auch Brokkoli. Alle diese Kohlsorten sind Mitglieder der Familie der Kreuzblüter und haben positive Effekte auf ihren Körper. Sie enthalten alle eine Substanz namens Sulforaphan. Sulforaphan unterstützt verschiedene Funktionen im Verdauungssystem und hilft, Entzündungen zu reduzieren. Bei Sulforaphan handelt es sich um einen sekundären Pflanzenstoff, der aus einer Vorstufe namens Glucophanin gebildet wird, wenn die Zellen der Pflanze beschädigt werden. Dies kann zum Beispiel beim Kauen oder Schneiden geschehen. Durch den Verzehr von den Kreuzblütergemüse können Sie also von dieser wertvollen Verbindung profitieren. Kohl ist also ein gesundes und vielseitiges Gemüse, das viele positive Wirkungen auf den Magen und den Darm hat. Er enthält auch viele Ballaststoffe, die die Darmbakterien ernähren und das Immunsystem stärken. Außerdem liefert er auch Vitamin C, das unter anderem vor der Krankheit Skorbut schützt. Beim Verzehr von Kohl ist allerdings darauf zu achten, dass er zu Blähungen und Bauchschmerzen führen kann, wenn er roh gegessen wird oder mit fettreichen Speisen kombiniert wird. Dies passiert vor allem dann, wenn man nicht daran gewöhnt ist. Das liegt an den Senfölglucosiden, die schwer verdaulich sind. Um Kohl bekömmlicher zu machen, kann man ihn kochen, dünsten oder fermentiert als Sauerkraut essen. Auch Gewürze wie Koriander, Kreuzkümmel oder Ingwer können helfen, die Verdauung zu fördern. Kohl ist also eine gute Wahl für diejenigen, die ihre Darmgesundheit verbessern möchten, wenn er richtig zubereitet wird. Um nun auf den Kohlsaft zurückzukommen, stellt sich die Frage, wie viel Kohlsaft sollte man trinken? Wenn Sie leichte Beschwerden haben, kann es hilfreich sein, täglich eine Tasse Kohlsaft zu sich zu nehmen. Bei stärkeren Symptomen sollten Sie jedoch die Menge auf 1 Liter pro Tag zu erhöhen. Wenn Sie interessiert sind, können Sie den Kohlsaft ausprobieren und sehen, ob er für Sie funktioniert. Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg und wie immer gilt, leben Sie lang, glücklich und gesund. Bis zum nächsten Mal. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um weitere Bildungsinhalte zu diesen oder anderen verwandten Themen zu erhalten.